Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, dass Sarah Wagenknecht in einem spektakulären Interview der AfD ein Koalitionsangebot gemacht hat. Wie hat sie das gemacht? Sie hat das nicht offen gesagt, sondern sie ist einer Frage ausgewichen und hat erklärt, sie hält sich an der Wahl, aber Björn Höcke dürfe nicht Ministerpräsident werden. Und hat damit suggeriert, also sie hat das nicht erwähnt, dass sie mit der AfD nicht koaliert, sondern dass Höcke nicht Ministerpräsident werden darf. Bevor wir uns den Ausschnitt ansehen, wollen wir uns erst einmal die Wahlergebnisse angucken. In Thüringen ist die AfD von 23,4 auf 32,8 gestiegen. Die CDU von 21,7 auf 23,6. BSW 15,8. Die Linke 31,1 auf 13,1 gesunken. Die SPD ist von 8,3 auf 6,1 gefallen. Die Grünen sind von 5,2 auf 3,2 gefallen. In Sachsen ist die AfD von 27,5 auf 30,6% gestiegen. Die CDU von 32,1 auf 31,9 gefallen. BSW 11,8%, SPD von 7,7 auf 7,3, Grüne von 8,6 auf 5,1, die Linke von 10,4 auf 4,5. Was hat das jetzt für Konsequenzen? In Thüringen ist die Situation folgende. Eine Koalition von CDU, BSW und SPD hätte nur 44 Sitze. Eine Koalition von CDU, BSW und Linken käme auf 50 Sitze, das sind 5 mehr als nötig. Aber jetzt müsste die CDU den sauren Apfel beißen und mit der Linken koalieren. Also gleichzeitig mit BSW und mit Linken. Die AfD hätte mit der CDU eine komfortable Mehrheit. Und das Entscheidende ist, die AfD und BSW hätten allein zusammen eine Mehrheit. Gucken wir noch kurz nach Sachsen. CDU, Grüne und SPD verfehlen eine Mehrheit. Das heißt, der BSW muss koalieren. Das heißt, die CDU kann mit BSW und den Linken koalieren oder mit BSW und der SPD. CDU und AfD kämen auf eine riesige Mehrheit. Zunächst war ich über die Ergebnisse ehrlich gesagt enttäuscht. Natürlich, die AfD hat dazu gewonnen, aber wir erinnern uns, Corona, Nord Stream und kontrollierte Massenmigration, die Parteien, die das alles gemacht haben, sie bleiben an der Macht. Also der AfD ist es nicht gelungen, trotz diesen ganzen Fehlgriffen eine Mehrheit gegen diese Parteien zu erreichen. Und aus meiner Sicht zunächst war der erste Sieger die Altparteien, der zweite Sieger die AfD, weil sie doch über 30% bekommen hat und das Ganze noch nicht gegessen ist in der Zukunft. Das heißt, je mehr Prozente die AfD hat und mit Sperrminorität, es ergeben sich große Möglichkeiten für die AfD. Und als großen Verlierer habe ich zunächst BSW gesehen. Und warum? Weil BSW sich nicht mehr drücken kann. Sie müssen in Sachsen mit der CDU koalieren. Oder es passiert nichts. Und in Thüringen ist es noch dramatischer. Also in Thüringen, sie können mit der AfD koalieren. Sie sind aber gleichzeitig nicht besonders stark. Bei BSW sah es ja erst aus, dass sie 20% holen können. Oder vielleicht sogar die AfD überholen können, wenn eine gewisse Dynamik reinkommt. Und wir sehen jetzt, diese Dynamik ist gestoppt. Und aus meiner Sicht in Sachsen das Ergebnis natürlich für eine neue Partei. Es ist natürlich super, aber wenn man sich jetzt die langfristige Perspektive anguckt, dann ist das das Maximum. Wenn BSW mit der CDU koaliert. Weil natürlich, BSW verliert damit seine Unschuld. Das ist für Leute, ja, für die Wähler ist das, denke ich, schwer vermittelbar. Mit den Altparteien zu koalieren und nicht mit der AfD. Besonders in Thüringen. Und jetzt gucken wir uns mal das Interview mit Sarah Wagenknecht an. Bilden, weil sie Wahlkampf gemacht haben mit Themen, die die Landespolitik überhaupt nicht entscheiden kann? Wir haben Wahlkampf gemacht mit bundespolitischen und mit landespolitischen Themen, weil es natürlich auch um beides geht. Also die Wahlergebnisse sind auch ein Signal. Und das haben mir ganz, ganz viele Menschen ja auch im Wahlkampf gesagt, dass ihnen das wichtig ist. Ein Signal für eine andere Außenpolitik, für mehr Diplomatie gegen US-Raketenpläne. Aber selbstverständlich haben wir im Wahlkampf, wir haben ja ein tolles Wahlprogramm. Wir sagen, was wir bei der Bildung verändern wollen. Das sind ja die Probleme, die die Menschen auch umtreiben. Ja, wenn ich Sie da gleich unterbrechen darf an der Stelle, Sie sagen eine andere Außenpolitik, aber die Sie jetzt gerade skizziert haben, auch im Hinblick auf die Ukraine, das ist ja nicht die Außenpolitik der CDU. Also wie wollen Sie dann mit der CDU zusammenkommen?
Ja, wir erwarten natürlich, dass eine künftige Landesregierung das zum Ausdruck bringt und auch dem eine Stimme verleiht, was die übergroße Mehrheit der Menschen in den Bundesländern, also konkret in Thüringen und Sachsen, wollen. Und die Umfragen sind eindeutig. 2/3 lehnen die US-Raketenpläne ab. Eine große Mehrheit wünscht sich mehr Diplomatie und den Versuch, auch den Ukraine-Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden. Und nochmal, wir haben natürlich auch viele landespolitische Forderungen, weil auch das treibt die Menschen um. Wenn ihre Kinder in der Schule nicht mehr ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen, wenn Polizisten nicht mehr auf der Straße sind, weil es zu wenige gibt, wenn die innere Sicherheit in Gefahr kommt. Das sind ja alles sehr, sehr wichtige Themen. Also die CDU müsste sich dann in Sachen Ukraine wirklich komplett wenden. Nach der Wahl, Frau Wagenknecht, ist ja nicht mehr unbedingt immer wie vor der Wahl. Deswegen muss ich Sie auch noch fragen, was ist mit der AfD? In Thüringen würde es für eine Koalition BSW und AfD reichen. Für uns ist nach der Wahl auch vor der Wahl. Das heißt, wir sind nicht so eine Partei, die vor der Wahl das eine verspricht und nach der Wahl das Gegenteil macht. Und wir haben immer gesagt, zum Beispiel mit Herrn Höcke, kann man keine Regierung bilden. Ich meine, die AfD ist sehr stark geworden und schwimmt auf einer Welle des Unmuts. Die Menschen sind wütend, sie sind verzweifelt. Und die AfD hat sich etabliert als eine Partei, mit der man alle anderen ärgern kann. Die Umfragen zeigen deutlich, sie ist teilweise nicht wegen, sondern trotz Höcke so stark geworden. Also insoweit denke ich, wenn die AfD jetzt den Ministerpräsidentenposten beansprucht, ist das vielleicht nicht unbedingt im Interesse der Thüringerinnen und Thüringer. Und wir werden jedenfalls nicht diejenigen sein, die ihnen dazu verhelfen. Okay, dann bleibt also die CDU. Herzlichen Dank, Sarah Wagenknecht vom BSW. Danke Ihnen fürs Gespräch. Was ist auffällig? Sarah Wagenknecht stellt an die CDU Forderungen, die auf den ersten Blick nicht so dramatisch erscheinen. Irgendwelche Raketen werden nicht aufgestellt. Aber aus meiner Sicht, die CDU wird diese Forderungen nicht erfüllen. Die Waffenlieferungen, sich gegen die Waffenlieferungen positionieren, das vielleicht noch. Also sogar das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber besonders unwahrscheinlich ist es, die Raketen sich dagegen zu positionieren, dass die USA-Raketen in Deutschland neue Raketen aufstellen. Das Gute ist, die Leute, sie nehmen das gar nicht, oder viele werden das wahrscheinlich gar nicht so stark wahrnehmen, weil die Medien es unten halten mit den Raketen. Dann könnten die Leute, werden sich denken, ja gut, die BSW will das, ein paar Raketen, dann sollen halt die Amerikaner die Raketen nicht aufstellen. Soll sich halt die CDU dagegen positionieren. Das wendet sich aber entscheidend gegen US-Geostrategie. Und die CDU war nach Kriegsende immer eine, ja man kann es sagen, eine Vasallenpartei. Das haben wir nur alle nicht gemerkt früher, also jedenfalls ich habe es nicht gemerkt. Das heißt, sie erfüllen vollumfänglich US-Geostrategie. Und das wäre ein Bruch, das heißt, das wird nicht klappen. Und jetzt hat sie der AfD eine Brücke gebaut. Das heißt, Sarah Wagenknecht und alle, sie weiß ja, die Medien, sie haben sich unmöglich gemacht, sie haben sich alle auf Höcke eingeschossen. Und jetzt ist das Angebot, Höcke ist ein vergiftetes Angebot natürlich, Höcke kann sich zurückziehen, dann machen wir eine Koalition. Also diese Tür hat sie offen gelassen. Und das Problem ist natürlich für die AfD, wenn jetzt Höcke nicht freiwillig zurückzieht, was eigentlich das Einzige ist, was möglich ist. Es ist natürlich eine Provokation und es trägt Streit in die AfD. Das heißt, es wird in der AfD Leute geben, die werden sagen, ja, das muss man doch machen, wir haben da eine Mehrheit. Und dann ist es aber natürlich eine Erniedrigung. Die AfD ist doppelt so stark wie die BSW und dann soll Höcke nicht Ministerpräsident werden. Also eine Partei, die halb so stark ist, will dann der AfD diktieren, wen sie als Ministerpräsidenten aufstellt. Und aus meiner Sicht, die AfD sollte zugreifen. Sie sollte sofort zugreifen. Und warum? Warum wollte sie zugreifen? Weil, wenn Höcke darauf verzichtet, oder es geht natürlich nur, dass Höcke darauf verzichtet, also die Entscheidung liegt allein bei ihm. Also es geht natürlich nicht, dass die Partei ihn drängt. Es muss seine eigene Entscheidung sein. Wenn jetzt Höcke sagt, er verzichtet drauf, oder am besten noch, also ich würde sogar empfehlen, Katja Wolf als Ministerpräsidentin zuzulassen. Ich bin mir bewusst, die Katja Wolf hat die AfD übelst beleidigt, also gerade in der NTV-Spitzenrunde nochmal die AfDler Faschisten genannt, die Koalition ausgeschlossen. Und trotzdem, anstelle von der AfD, anstelle von Björn Höcke, würde ich sie Ministerpräsidenten werden lassen. Was ist der Vorteil? Wenn jetzt Höcke nicht Ministerpräsident wird, dann widerspricht er vollumfänglich dem Hitler-Frame. Also massiv, dass die großen Medien ein Problem haben. Weil das ist ja auch irgendwie, der Hitler will an die Macht greifen. Und jetzt sagt dann, Björn Höcke sagt dann natürlich, der Sache wegen, meine Person ist nicht so wichtig, ich verzichte. Die Inhalte sind mir wichtig, ich möchte da nicht im Wege stehen. Und auf die Inhalte kommt das an. Ich bin da nicht so wichtig.
Und gleichzeitig wirkt es natürlich, erinnern sich natürlich die Leute ganz genau daran, was Katja Wolf gesagt hat, wie sie die AfD beleidigt hat. Und wenn jetzt sie Ministerpräsidentin wird, es wirkt, im Grunde muss sie dann ja zugeben, oder es ist das Eingeständnis, dass die AfD keine faschistische Partei ist, wenn sie Ministerpräsidentin sein darf in einer Koalition. Das heißt, dann ist sozusagen sie der Beweis dafür, dass wir es hier nicht mit einer neuen NSDAP zu tun haben, die die Macht ergreifen will und ja alle Ausländer verprügeln will, drangsalieren will. Weil sie hat ja als Ministerpräsidentin die Kontrolle und kann die Koalition jederzeit platzen lassen. Das BSW kann die Koalition jederzeit platzen lassen. Und es ergeben sich natürlich in einer Koalition aus AfD und BSW. Das würde bedeuten, dass man diese geistige Kolonialisierung in Thüringen durch die US-Geostrategen, dass sie beendet ist. Und entscheidend ist aus meiner Sicht vor allen Dingen der Einfluss auf die großen Medien, auf die öffentlich-rechtlichen. Durch Thüringen, wenn die AfD dort eine Mehrheit hat. Aus meiner Sicht, das mit dem Asyl, das alles geschenkt, das ist vollkommen unwichtig im Vergleich zu dem Einfluss auf die großen Medien. Weil das wäre ein feines Image. Also die großen Medien, es wird immer schwerer zu verkaufen, dass Björn Höcke der neue Hitler ist, wenn er zurücktritt. Und alle Leute sehen in Deutschland, Björn Höcke, er hat den Weg frei gemacht. Und natürlich die AfD kann natürlich dann perfekt ihre ganzen Positionen umsetzen. Also sei es Energie, wobei er in Wahrheit tatsächlich BSW und AfD in den wichtigen Positionen sind sie ja vollkommen einer Meinung. Also das ist bei der Energie der Fall und natürlich dann vor allen Dingen Björn Höcke ist auch relativ sozial eingestellt und aus meiner Sicht, das ist überhaupt kein Problem. Also die sind inhaltlich, denke ich, die haben sehr viele Ähnlichkeiten. Und rational betrachtet, also was jetzt zum Beispiel, was beispielsweise BSW oder Sarah Wagenknecht über Monopolismus sagt und Monopolismus verhindern will, das ist tatsächlich nicht kommunistisch, sondern aus meiner Sicht ist das tatsächlich in großem Umfang vernünftig. Und aus meiner Sicht ist es verkürzt, Sarah Wagenknecht, also ich finde diese, man muss sich natürlich daran erinnern, also ich möchte jetzt kein Loblied auf Sarah Wagenknecht singen, weil natürlich, wir müssen uns erinnern, was die Sarah Wagenknecht durch ihre Diffamierungskampagne gegen die AfD, sie hat der AfD massiv geschadet bei der Wahl. Also da darf man sich überhaupt keine Illusionen machen. Der Schaden ist riesig. Aber die Lage ist nun so, wie sie ist. Und natürlich, auf der anderen Seite muss man natürlich Sarah Wagenknecht strategisch auch irgendwie, kann ich es zumindest ein bisschen nachvollziehen, jetzt beispielsweise mit diesem Gedicht vor dem Wahlprogramm, wo die Medien ganz leicht einen Nazi-Bezug herstellen können. Wenn man sowas macht, dann kann ich schon verstehen, dass BSW sagt, dass Sarah Wagenknecht sagt, sie möchte sich da nicht in den Abgrund reißen lassen. Und da Abstand nehmen will. Wobei es natürlich nicht richtig ist. Also vor allen Dingen auch der BSW nimmt eine unsägliche Gatekeeper-Funktion ein. Also was jetzt gerade die Informationen denken. Also wenn jetzt Sarah Wagenknecht in der Talkshow sitzt und gegen Putin hetzt, dann denkt sie, die ganzen Leute denken noch, sie wäre pro Russland. Also sie wäre von Putin bezahlt. Also das ist ja das, was die großen Medien suggerieren. Was sie jetzt vor allen Dingen vermehrt suggerieren, nachdem sich Sarah Wagenknecht mit den Raketen positioniert hat und gesagt hat, die CDU und die Landesverbände müssen sich gegen die Raketen positionieren. Ein interessanter Aspekt ist, dass 34% der CDU-Wähler, ich weiß nicht, ob Sachsen oder Thüringen, ich blende es mal ein, 34% der CDU-Wähler sind gegen Waffenlieferung. Das heißt, es ist hier ein unglaubliches Potenzial an Wählern noch bei der CDU, weil natürlich sagen sie, sind gegen Waffenlieferung, wählen trotzdem nicht AfD. Das heißt natürlich, sie wählen deshalb nicht AfD wegen dem Stigma. Das ist vollkommen klar. Natürlich, BSW, Sarah Wagenknecht, ist wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür, dass diese Leute von der CDU nicht zur AfD gewechselt sind. Sondern weiterhin CDU wählen. Oder auch natürlich, sie wählen auch nicht BSW, weil natürlich jetzt auch BSW stigmatisiert wird. Aber aus meiner Sicht muss man nüchtern, klar strategisch denken. Und eine Koalition von AfD und BSW hätte riesige Vorteile. Und vor allen Dingen, die Zeit vergeht schnell. Und Björn Höcke würde sich damit zu einer Legende machen und in 5 Jahren sind wieder Wahlen. Ihr könnt ja eure Meinung schreiben, wie ihr das einschätzt, ob ich jetzt vollkommen daneben liege, ob ich jetzt irgendwas vollkommen vergessen habe. Was ihr anstelle von Björn Höcke machen würdet, weil die Entscheidung liegt allein bei ihm. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben.